Gute Konjunkturdaten, die Kurse an den Börsen, mal rauf, mal runter. Wissen Sie was? Eigentlich hätte man meine Anmoderation vom letzten Mal einfach recyceln können. Aber vielleicht gibt es ja in der kommenden Woche spannende Abwechslung. Ob dem so ist, das kläre ich jetzt mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris Oliver Schickentanz. Herr Schickentanz, optimistischer Bulle oder pessimistischer Bär? Nun, Frau Roster, habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die schlechte: In den Sommermonaten werden wir sicherlich noch häufiger Börsenwochen erleben, wo es so ein lustloses Auf und Ab gibt. Aber die gute Nachricht: In der nächsten Woche startet die Berichtssaison für das zweite Quartal. Und das dürfte tatsächlich ein neuer Impuls für die Märkte sein. Ich gehe davon aus, dass wir in Summe sehr viele Positivüberraschungen sehen werden. Ähnlich analog wie im ersten Quartal. Und das bedeutet dann, dass in der nächsten Woche, wenn auch nicht mit großen Sprüngen, trotzdem der Bulle ganz knapp das Horn vorne haben dürfte. Herr Schickentanz, Sie haben Bulle und Bär und ich habe meinen Goldesel. Aktien konsolidieren in diesem Jahr ja zumindest auf einem hohen Niveau. Der Goldpreis tut sich hingegen sehr schwer. Was ist da los? Der Goldpreis hatte es tatsächlich in der ersten Jahreshälfte etwas schwierig. Woran lag das? Es lag im Wesentlichen daran, dass die Zinsen deutlich angestiegen sind. Und das ist für den Goldpreis natürlich Gift, denn Gold wirft keine Zinsen ab. Von daher sind steigende Zinsen sozusagen mit steigenden Opportunitätskosten für Gold verbunden. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass der Goldpreis nach dem sehr starken Wertzuwachs im vergangenen Jahr auch in der zweiten Jahreshälfte 2021 zulegen kann und dass dabei die 2000-Dollar-Marke durchaus eine Richtschnur sein kann. Denn die Zinsen, sie dürften in der zweiten Jahreshälfte, insbesondere in den USA, wieder zurückfallen, wenn man begreift, dass die Inflationserwartungen ein Stück weit überzogen haben. Gleichzeitig nehmen die geopolitischen Konfliktherde zu, ob das die Spannungen mit Russland sind, ob das der immer noch latent vorhandener Nahostkonflikt ist oder ob das die Situation zwischen den USA und China ist. Bessere zweite Jahreshälfte klingt sehr gut, aber wo spielt denn da für den Anleger die Musik? Neben einem direkten Goldinvestment kann ich da den BlackRock World Gold Fonds empfehlen, den wir auch in unserer Vermögensverwaltung zum Mitmachen allokiert haben. Der große Vorteil dieses Fonds: Wir haben hier ein aktives Fondsmanagement, das in der Vergangenheit bewiesen hat, dass es sich im Rohstoffsektor hervorragend auskennt und dadurch eben tatsächlich Mehrwert schaffen kann. Darüber hinaus stellen wir fest, dass Goldminenaktien natürlich auch unter dem konjunkturellen Hoch entsprechend profitieren. Von daher haben wir hier neben dem grundsätzlichen Charme für Gold und für den Goldpreis auch noch ein zusätzliches Anlageargument. Herr Schickentanz, Sie sind ja ein großer Nachhaltigkeitsfan. Wie passen denn da Rohstoffe ins Konzept? Nachhaltigkeit und in Gold zu investieren ist kein Widerspruch. Gerade der BlackRock World Gold Fonds legt tatsächlich sehr viel Wert darauf, nur in die nachhaltigsten Minenbetreiber zu investieren, die tatsächlich darauf achten, dass ihre Minen höchste Sicherheitsstandards erfüllen, dass keine Korruption und Geldwäsche im Umfeld der Minen stattfindet. Dadurch hat der Fonds tatsächlich ein exzellentes Nachhaltigkeitsrating und kann von daher durchaus mit gutem Gewissen ins Depot genommen werden. Das war ja auch schon unser aktueller Wochenausblick. Und wir gehen jetzt in eine Mini-Sommerpause und melden uns dann in 2 Wochen mit dem aktuellen Börsengeschehen wieder bei Ihnen. Bis dahin machen Sie es gut und viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage. Ihre Melina Rost und Ihr Chris Oliver Schickentanz.